Niedersachsen soll wilder werden. Aus Wirtschaftswäldern werden Wildnisgebiete. Was macht der Wald in den ersten Jahren? Er atmet tief durch. Statt Fichten sollen im Norden wieder Laubwälder wachsen, wie vor ein paar hundert Jahren. Zwei Förster wollen die Wildnis auf den Weg bringen. Dann soll die Natur übernehmen. Wie der wilde Wald einmal aussehen wird und welche Pflanzen und Tiere darin leben werden, das bleibt erst einmal ein Geheimnis der Natur. Da ist das Menschenleben dann immer ein bisschen kurz, um das abschließend auch zu beurteilen zu können. Der Hohenstein im Weserbergland. Eines der größten und ältesten Naturschutzgebiete Niedersachsens. Schon seit 50 Jahren werden einige Flächen hier nicht mehr bewirtschaftet. Der Effekt? Der Hohenstein beherbergt eine enorme Anzahl seltener Arten und Biotope. Gute Startbedingungen für Heiko Brede. Er soll aus dem Hohenstein ein international anerkanntes Wildnisgebiet machen. Heute haben der Förster und sein Team eine ungewöhnliche Aufgabe. Es geht um die Hochsitze. Die sollen sie nicht wie sonst auf, sondern abbauen. Abschneiden, alle unbehandelten Teile kleinschneiden, bleiben liegen. Oben das Ondulinedach wird wie immer offiziell entsorgt. Das Schild auch und die Betonplatten nehmen wir natürlich auch mit. Ne? Gut, alles klar, machen wir. Insgesamt 50 Hochsitze müssen sie abreißen. Denn im Wildnisgebiet sollen Tiere mehr Raum und Ruhe bekommen. Das Ziel des Gebietes ist ja eine möglichst natürliche Entwicklung ohne menschliche Einflussnahme. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir uns in Teilbereichen zumindest aus der Jagd komplett zurückziehen, damit das Gebiet sich wirklich ohne menschliche Einflussnahme entwickeln kann. Damit die Rehe und die wilden Schweine vielleicht nicht mehr so unter Stress sind und sich auch zu Tageszeiten zeigen, an denen sie sich normalerweise nicht bewegen, weil sie befürchten, dass jemand kommt, der sie dann totschießen könnte. Auf 30% der Fläche ist das Jagen hier ab sofort verboten. Der Förster möchte erreichen, dass die Tiere sich im Wald irgendwann wieder natürlich verhalten und sich im Hohenstein sicher fühlen können. Kilometer südöstlich im Solling, das zweitgrößte Waldgebiet des Landes. Auch hier soll auf über 1000 Hektar ein neues Wildnisgebiet entstehen. Allerdings hat Förster Peter Martensen andere Voraussetzungen. Sein Problem? Die vielen Fichten. Was meint ihr mit so einem, Jörg, mit so einem Stumpen? Muss der mit weg? Ich denke, ne? Der ist auch irgendwie noch so fängig für den alten Käfer. Statt Fichten will Förster Peter Martensen hier Buchen wachsen lassen. Wie vor ein paar hundert Jahren. Einige Bäume auf dieser Fläche lässt er heute abräumen. Hier in so einer größeren Fläche, die auch noch so besonders ist, ideale Voraussetzung für den Borkenkäfer, würden wir aufgrund der Erfahrung, die wir schon lange haben, aber auch gerade in den letzten Jahren gesammelt haben, das Risiko nicht eingehen wollen. Hier müssen wir die Fichte aufarbeiten, aus Waldschutzgründen. Sie muss auch raus hier aus dem Wildnisgebiet, weil der Borkenkäfer sich auch am Wegesrand vermehrt. Es macht also keinen Sinn, die irgendwie nur an die Seite zu packen. Eine leergeräumte Fläche, das ist das Gegenteil von dem, was Peter Martensen hier schaffen will. Aber die Gefahr, dass Borkenkäfer Wälder außerhalb des Gebiets befallen könnten, ist dem Förster zu hoch. Die Fichten sind bei einem Sturm umgekippt. Die herumliegenden Bäume abzusägen, gehört für Forstwirte zu den gefährlichsten Arbeiten im Wald. Das Schwierige ist, die Spannung einzuschätzen. Ich bezeichne das mal ganz gerne als die Königsklasse der Forstwirtschaft, weil es gibt einfache Bäume, so wie den hier vorne, der liegt einfach nur da und wartet darauf, dass er aufgearbeitet wird. Aber sobald da mehrere sich miteinander in Spannung gebracht haben, ist es schwierig. Ich vermute mal, wir werden es dann gleich sehen, dass wenn er abgeschnitten ist, er den Stamm runterrutscht. Ja, und das heißt, er kommt dann auf mich zu. Und wenn dann noch dieser Wurzelteller nach hinten wegklappt,
dann liege ich da hinten in den Büschen. Damit das nicht passiert, versucht Olaf Schwingel durch bestimmte Schnitte von mehreren Seiten die Spannung aus dem tonnenschweren Stamm herauszunehmen. Erst dann sägt er ihn final durch. Optimal gelaufen. Er hat sich zwar nur ein bisschen bewegt, aber er ist doch tendenziell in die Richtung gegangen, wo ich eben gestanden habe. Um das hier in unberührte und wilde Natur zu verwandeln, braucht Peter Martensen Fantasie und Zeit. Der Förster muss mit dem Wald zwar kein Geld mehr verdienen, aber jetzt wollen viele mitreden beim Umbau des Waldes und der Frage, wie genau der Urwald von morgen im Solling aussehen soll. Ja, wir haben Flächen genug. Dass diese Anfangsphase so zäh ist, bis sich diese Mechanismen so gefunden haben, wer wird eingebunden und wer sagt wann, was er gerne möchte. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, aber ich habe es gerne angenommen. Ja. So gegen Ende meiner Dienstzeit noch mal eine neue Aufgabe, das finde ich schon spannend auch. Interessant ist es einfach, auch so dieses Zusammenspiel dieser vier verschiedenen Interessenten mitzubekommen, auch vielleicht ein bisschen auszugleichen. Das finde ich dann schon wiederum auch motivierend. Nur ein paar hundert Meter weiter, das Herzstück des neuen Wildnisgebietes im Solling. Der Naturwald Limker Strang mit über 150 Jahre alten Buchen. Hier sind zwei Monate später David Singer und Jonas Hage unterwegs. Es ist Mai. Alles klar. Ja, können wir hier machen. Mit den kleinen grünen Mikrofonboxen starten die Biologen eine Abhöraktion im Wald. Rund um die Uhr wollen sie für einige Wochen die Stimmen aller Vögel- und Fledermausarten aufzeichnen. Die Geräte können natürlich auch was machen, was Menschen nicht machen. Also man könnte jetzt keinen Mitarbeitenden hier verpflichten, sich wochenlang hinzustellen und die ganze Zeit alle Vögel aufzuschreiben, die hier sind. Und das Gerät kann das einfach machen. Und wir kriegen somit auch besonders auch Ergebnisse über die seltenen Arten, die sehr selten rufen, die hier nur mal kurz vorbeikommen, weil sie einfach nicht häufig sind. Da kriegen wir dann auch Ergebnisse darüber. Ja, jetzt kriegt das hier noch seine Nummer. Da haben wir das auch. Ist gut positioniert? Ja, müsste hier schön der Luftraum frei davor. Ja. Passt doch gut. Auf der Wunschliste der Naturwaldforscher ganz oben steht der Grauspecht. Die Art ist in Deutschland stark gefährdet. Um zu verstehen, wie es dem Wald geht und ein natürliches Ökosystem funktioniert, schauen sich die Forscher alle Tiere genau an. Auch die ganz kleinen. Ein Zangenbock haben wir hier. Oh. Wir haben insgesamt 1400 verschiedene Totholzkäfer. Also es ist sozusagen einer von 1400. Und jede von diesen Arten macht was Eigenes. Die hat alle, haben ihre Ansprüche und ihre Lebensweisen. Und das macht es halt total spannend. Und weg fliegt er. Ha. Solche und andere fliegende Käfer wollen die Biologen fangen. Auf einer Waldlichtung hängen sie sogenannte Flugfensterfallen auf. Manchmal bauen dann die Spinnen ihre Netze direkt in unsere Fallen rein, weil die es erkannt haben, wenn sie die da reinhängen, dass sie da gute Möglichkeiten haben, andere Insekten zu erfassen. Bei diesen einfachen Fallen fliegen die Insekten gegen die durchsichtigen Plastikscheiben und fallen durch den darunter hängenden Trichter in ein Fanggefäß. Alles klar. Bin mal gespannt, was reingeht. Ne? Ja. Na, das mal was wird hier. David Singer baut noch eine Bodenfalle. Von den über 5000 Käferarten, die es in Niedersachsen gibt, zählen etwa 400 zu den sogenannten Laufkäfern, von denen viele nicht fliegen können. An sich ist es einfach ein Becher, der im Boden ist, wo die krabbelnden Insekten dann reinfallen können, zufällig, wenn sie hier rumlaufen.
und wir eben auch was über die bodenlebenden Insekten rausbekommen, zum Beispiel Laufkäfer, die halt in der Streu umherwuseln. Wenn der Becher nicht wirklich komplett mit dem Boden ganz in einer Ebene ist, dann kommen die ja nicht rein. Es ist für die dann wie eine Riesenmauer, über die sie klettern müssen. Es muss wirklich ganz ebenerdig sein, weil wirklich diese ganz kleinen Käfer mit einem halben Millimeter wirklich winzig mit dem bloßen Auge gar nicht zu sehen, die würden dann da nicht reinkommen. Die blaue Salzlösung sorgt dafür, dass die Käfer getötet und für die Auszählung konserviert werden. Kleines Dächlein noch oben drauf, damit es nicht überläuft, wenn es regnet. Nach etwa 4 Monaten wollen die beiden Naturwaldforscher die Mikrofonboxen und die Käferfallen im Solling wieder abbauen und die Ergebnisse auswerten. Mitte Juni im Hohenstein. In den Abendstunden, wenn es ruhig ist im Wald, spielen junge Dachse vor ihrem Bau. Doch sie sind nicht die einzigen, die im Wald unterwegs sind. Biologin Ruth Levering und ihr Kollege Benjamin Gericke bauen mit Heiko Brede in einem Waldstück große Netze auf. Die drei haben eine lange Nacht vor sich. Sie wollen Fledermäuse fangen und herausfinden, wo im Wald sie ihre Jungen aufziehen. Wenn wir viel Trubel im Wald machen, kriegen die das mit und meiden den Standort natürlich auch. Das heißt, für die Wahrscheinlichkeit, damit sie hoch ist, damit sie ins Netz gehen, ist es gut, wenn es so aussieht wie immer für die. Dann sind sie nicht misstrauisch, gucken nicht genauer hin und gehen eher mal ins Netz. Mit ihrem Echo-Ortungssystem sind Fledermäuse in der Lage, feinste Strukturen zu erkennen. Die Biologin hofft auf den Überraschungseffekt. Die fliegen natürlich dann zu ihren Nahrungsgebieten und das sind Strecken, die fliegen die jede Nacht. Also das ist so, wie wenn wir zur Arbeit fahren. Ne? Das ist dann irgendwann auch Tunnelblick, so ungefähr. Muss der noch ab hier, Benni? An einer Fledermaus ist Heiko Brede besonders interessiert. Die Bechspeyer-Fledermaus. Das ist so eine, wenn man so will, so eine Zeigerart. Also wenn die da ist, dann wissen wir, oh, das ist ein toller Wald an der Stelle, der hat sich super entwickelt. Da sind auch viele andere Arten, die dann klarkommen, wenn die Bechsteinfledermaus da ist. Weil die sowas braucht wie Höhlen und Höhlen, da sitzen auch Vögel drin, da sitzen Käfer drin, da sitzen andere Insekten drin. Und wir wollen jetzt gucken, wo die Mütter mit ihrem Nachwuchs wohnen, um sie ganz gezielt schützen zu können. Heiko Brede möchte heute Nacht ein weibliches Tier fangen und mit einem Sender ausstatten lassen. 23 Uhr. In der Dunkelheit verwendet Benjamin Gericke beim Absuchen der Netze ein spezielles rotes Licht, das Fledermäuse nicht sehen. Ja, komm mal her. Ja. Eine Stunde später geht die erste Fledermaus in die Falle. Das war's für große Handschuhe. Ein dicke Mausohr. Ja, achso, ist auf der Seite. Genau. Die Biologin muss schnell am Netz sein. Die feinen Maschen können Fledermäuse mühelos durchbeißen. Und? Männchen. Jede Fledermaus, die ins Netz gegangen ist, markiert Ruth Levering. So will sie verhindern, dass ein Tier doppelt gezählt wird. Fledermäuse fliegen eigentlich mit den Händen. Jeder Flügel besteht aus 5 Fingern, die von einer Flughaut umspannt werden. Der Daumen ragt darüber hinaus und besitzt eine Kralle. Die wird bei dem Mausohrmännchen jetzt lackiert. Da
Das ist mit die größte Fledermausart, die es hier in Deutschland gibt. Ja, die jagt die Käfer, die auf dem Waldboden, vor allem auf dem Waldboden rumkrabbeln. Ja. Das große Mausohr darf weiterfliegen. So sieht das mit einer Infrarotkamera aus. Zwanzig Minuten später landet die nächste Fledermaus im Netz. Vielleicht ist das die erhoffte Bechsteinfledermaus. Ah, ist weg. So schnell hat sie es durchgefressen. Ist rausgeflogen. Es hat ein Loch gemacht und ist raus. Ah, er macht wieder hoch. Und gleich noch eine. Wird ein Bechstein sein, hat ja, Benny schon entdeckt. Genau. Das ist richtig gut. Eigentlich gucke ich mir die Art immer erst an, wenn man sie richtig in der Hand hat, nicht im Netz. Die Frage ist jetzt nur, Bechstein. Weiblein oder Männlein? Männlein. Männchen. Okay. Aber immerhin schon mal Bechstein. Ja. Schon sehr schick. Ja. Wir hatten natürlich die Hoffnung, dass wir jetzt ein Weibchen fangen, ne? Um die zu besendern. Aber das ist ja schon mal ein Anfang und die Nacht ist noch lang. Die hat, finde ich, so eine sehr hundeartige Schnauze, die ist so langgezogen. Und sie hat für eine Myotis sehr lange Ohren. Das Männchen bleibt die einzige Bechsteinfledermaus in dieser Nacht. Ob und wo es hier ein Sommerquartier der Fledermausweibchen gibt, was das angeht, tappt Heiko Brede vorerst weiter im Dunkeln. Ja, alles gut. Ist ganz schön. Vier Monate später, Oktober. Mit seinen Waldbächen und Quellen ist der Hohenstein auch Lebensraum für den streng geschützten Feuersalamander. Ein dichtes Wegenetz für Besucher und Forstfahrzeuge führt durch den Wald. Unter einigen Wegen wurden sogar Waldbäche durch Betonröhren umgeleitet. Das will Heiko Brede ändern. Arno Degenhardt soll einige Wege wegbaggern. Insgesamt müssen fast 7 Kilometer Forstwege verschwinden. Das ist schon wie so ein Betonbrocken ist das hier. Ja. Der ist mit Schotter aufgefüllt worden und das ist verdichtet worden mit Walze allen drum und dran. Und da kommt kein Wasser durch. Und wenn ich das jetzt aufreiße, das alles locker mache, einfach so drüber, dann sieht sich das alles neu ein von den Bäumen. Die Bucheckern werden runtergeschmissen. Und dann wird das wieder Wald. Ja, es ist wirklich derart verdichtet, voll verrückt. Damit der steinharte Boden wieder durchlässig wird, ist schweres Gerät notwendig. Heute macht Arno Degenhardt noch einmal Lärm. Sein Einsatz soll später aber für mehr Ruhe im Wald sorgen. Mindestens 300 Meter Weg will er heute schaffen. Förster Heiko Brede möchte erreichen, dass nicht in jeder Ecke Wanderer und Mountainbiker unterwegs sind. Denn die könnten empfindliche Arten wie Turmfalken oder Schwarzstörche im Hohenstein stören. Ein großer Teil der Wege ist einfach überflüssig und wir wollen die Störungen der Natur minimieren. Und das heißt dann, Natur, Natur sein lassen ist die große Überschrift. Wir als Mensch nehmen uns hier zurück und in 2 Jahren wird es hier gar nicht mehr ersichtlich sein, dass ein Weg da gewesen ist, sondern der Wald hier wird so ähnlich aussehen wie der Wald direkt neben dem Weg. 90 Kilometer entfernt im Solling probiert Peter Martensen etwas Neues. Die Forstwirte sollen Fichten fällen. Und zwar so, wie sie es sonst nie machen. Statt ordentlich in eine Reihe sollen die Bäume kreuz und quer übereinander fallen. Wir müssen jetzt noch mal einen von so quer raufhacken. Also den ja nicht mehr jetzt, aber von denen, weißt du, so quer rüber, dass wir da wirklich so eine. Da. Genau, dass die so ein bisschen oben übereinander liegen. Ja. Auch, ne?
Machen wir. Man kommt halt aus seiner Haut nicht raus. Nee, aber das da hinten, die Gäste wollen wir ja auch nicht zuschmeißen. Nee. Ja, dann können wir die, machen wir die so rüber hier. Ne? Machen wir doch. Also wir wollen ja die etwa 140 Hektar Fichtenflächen, die in dem Wildnisgebiet sind, sukzessive umbauen in naturnähe Strukturen, also mehr Laubholz. Und der Weg dahin, da gibt es eben verschiedene Varianten. Und hier haben wir jetzt mal so eine Mikado-Situation geschaffen, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und dann wäre es vielleicht eine Option auch für weitere Flächen. Es geht jetzt nur noch um diese Ecke hier. Was wir mit dem Bestand dahinter machen, ist sowieso noch steht auf einem anderen Tablett. Die Zeit wird es zeigen. Ne? Ja. Peter Martensen und sein Team sollen hier der Natur Starthilfe leisten. Für alle ist das Neuland. Arbeiten für einen Wald, in dem in Zukunft weder gepflanzt noch gepflegt noch Holz eingeschlagen wird. Ja, jetzt auf alle Fälle. Ich sehe das ein, dass der Naturschutz und so weiter, dass das vorangetrieben werden muss, dass das nicht stagnieren darf. Andererseits fällt es mir auch schwer, die Bäume, wo Jahrhunderte drin gewirtschaftet wurde und die jetzt wirklich langsam richtig Geld bringen fürs Steuersäckel und auch für unseren Verein, dass da jetzt gesagt wird, Schluss, lassen wir einfach liegen. Ne, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Da weiß ich nicht, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Am Nachmittag ist Peter Martensen auf dem Weg in die Försterei. Er verbringt jetzt deutlich mehr Zeit im Büro als im Wald. Seit er den Job als Wildnismanager übernommen hat, geht es weniger um Baumarten und Erträge. Beim Urwald von morgen muss er jede seiner Entscheidungen kommunizieren und begründen. Diesen gesellschaftlichen Anspruch an den Wald spüren wir natürlich noch stärker. Der wird noch deutlicher, irgendwie stärker fokussiert. Also ganz konkret, dass eben aus dem Naturschutzbereich eben möglichst viel an natürlichen Entwicklungen erwartet wird. Und die Kommunen natürlich eigentlich ein Interesse daran haben, auch einen Benefit von diesem Projekt zu haben. Also können sie es besser touristisch vermarkten, aber zumindest wollen sie ihre Wanderwege behalten. Und dann gibt es natürlich auch Befürchtungen aus der Bevölkerung, dass es kein Brennholz mehr gibt von der Feuerwehr, dass es brennt. Das fokussiert sich an diesem Projekt deutlich stärker als an dem normalen Wald hier. 4 Monate später, Februar, zurück im Hohenstein. Heiko Brede möchte wissen, welche Tiere sich in der jagdfreien Zone aufhalten und zu welchen Tageszeiten sie sich sehen lassen. Seit fast einem Jahr wird hier nicht mehr gejagt. Eine erste Spur, ein paar abgeknabberte Baumspitzen. Hier kann man es auch ganz schön sehen. Oder? Ja. Da ist eine Knospe abgefressen. Aber hier geht es ja nicht darum, dass die Bäume möglichst schnell wachsen, sondern hier geht es ja darum, dass diese Baumarten überhaupt wachsen. Und das tun sie. Ja, keine Frage. Also hier gegen diese ganze jungen Bäume, da kann kein Reh anfressen, auch nicht, wenn es ein paar mehr sein sollten. Aber der Plan konkret ist hier jetzt zu gucken, hier läuft ja neben dem ehemaligen Hochsitz ein Wechsellängs. Da stellen wir diese Kamera auf und wollen einfach einen Einblick haben, was läuft hier an Tieren, wie viele Tiere sind hier unterwegs. Sind vielleicht auch Arten dabei, die höchst spannend sind, so wie Wildkatze oder wenn es noch besser käme, ein Luchs, das wäre ganz toll. Aber mehr als ein punktueller Einblick ist das an der Stelle nicht. Für den Förster ist klar, nach über 100.000 Jahren Jagd wird es noch eine Weile dauern, herauszufinden, wie sich die Wildtiere in einem Wald ohne Menschen verhalten. Jetzt ist das Teil ganz gut ausgerichtet. Und alles, was hier an der Entfernung von 4-5 Metern vorbeiläuft, sorgt dafür, dass die Kamera auslöst. Und dann werden wir hinterher ein Bild haben. Schauen wir mal. An 3 verschiedenen Stellen hängt Heiko Brede die Wildkamera auf. Und einmal hat er Glück. Ein Wildkater. In ihrem Büro in Hanmünden beginnen die Naturwaldforscher David Singer und Jonas Hagge mit der Auswertung der Akustikboxen aus dem Solling. Bei den Käfern ist die Bestimmung aufwendiger und wird noch einige Monate in Anspruch nehmen.
Die Biologen lesen die Vogelstimmen in den Computer ein und bestimmen mit künstlicher Intelligenz alle vorkommenden Arten. Jetzt läuft das hier an, die Datenauswertung. Jetzt wird jede einzelne Datei, werden die Vogelstimmen, die da drin zu hören sind, automatisch analysiert. Das braucht eine Weile, aber dann haben wir eine große Tabelle und wissen im Prinzip am Ende, an welchem Punkt war welche Vogelart, wie häufig. Sie hoffen, dass der sonst seltene Grauspecht dabei ist. Nur noch etwa 250 Reviere sind in Niedersachsen bekannt. Im Solling ist der Grauspecht besonders häufig und hat dann einen Verbreitungsschwerpunkt in dem Gebiet, auch niedersachsenweit gesehen. Und die Art geht in ganz Niedersachsen in ihrem Bestand gerade stark zurück und ist vom Aussterben bedroht. Jetzt mit unserer akustischen Erfassung müssen wir mal schauen, ob wir den auch damit überhaupt nachweisen können im Solling. Im Sonogramm schon verdächtig aus, ne? Genau, und dann hier der Grünspecht. Schauen wir mal. Zwei unterschiedliche Spechtarten hat der Computer an einem Punkt in den Tonaufnahmen identifiziert. Sieht schon schwer danach aus, als wenn der Grünspecht direkt auf den Grauspecht reagiert. Der Grauspecht. Ja, relativ leise, aber ja. Genau, der Grauspecht und jetzt? Das Lachende vom Grünspecht jetzt als Antwort. Scheint er wirklich noch da zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt der Beleg, dass er noch da ist. Ich finde den Zusammenhang super spannend und die Verbindung, die man immer wieder finden kann zwischen ja, den verschiedenen Artengruppen, aber eben auch den Bäumen, den Strukturen an den Bäumen und den verschiedenen Artengruppen. Es ist ja einfach alles ein Netzwerk, was miteinander zusammenhängt. Es ist März. Heiko Brede ist wieder im Hohenstein unterwegs. Fast 5 Monate ist es her, dass der Bagger hier im Einsatz war. An einem der zurückgebauten Wege hat sich die Natur schon ein gutes Stück zurückerobert. Also im Moment sieht es ja noch so ein bisschen, vielleicht nicht wüst aus, aber doch so, dass man sehen kann, das ist nicht ganz natürlich. So eine Maßnahme, kann man sich ja vorstellen, stößt nicht bei jedem auf Gegenliebe. Es war ein Weg vorher und es gibt Leute, die diesen Weg auch gerne genutzt haben, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und dem muss man natürlich auch erklären, warum machen wir sowas. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern wir haben eine Zielsetzung dahinter. Und wie man hier sehen kann, nimmt das Wasser sich jetzt wieder den Weg, den es natürlicherweise nimmt und nehmen möchte. Also zurück zur Natur, ist sehr gut gelungen. In Heiko Bredes Wald ist es wieder ein bisschen wilder geworden. Der Förster ist einen guten Schritt weiter auf dem Weg zum Urwald von morgen.